Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, ich bin Claudia Gamon von NEOS und ich habe die Vision von handlungsfähigen Vereinigten Staaten von Europa. Das schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Überlasse deine Zukunft nicht dem Zufall. Geh am 26. Mai zur Europawahl. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer aktuellen Sonderausgabe des Falterradios, dem Podcast aus der Wiener Innenstadt. In dieser aktuellen Episode geht es um die HC-Strache-Videos. Diese Videos sind der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel übergeben worden. Der Falter konnte sie vor der Veröffentlichung einsehen. Da geht es um Innenpolitik, da geht es um Beziehungen der FPÖ zu Russland. Florian Klenk, was ist der Kern der Aussagen dieser Videos? Also diese Videos zählen wohl zum Bizarrsten, was ich gesehen habe. Man sieht Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus 3 Monate vor der Nationalratswahl 2017 in einer Villa in Ibiza, wo sie auf Einladung einer vermeintlichen russischen Oligarchin, die aber in Wahrheit ein Lockvogel ist, darüber reden, wie diese Oligarchin in den Besitz oder ins Eigentum der Kronenzeitung kommen könnte, und zwar mit der Hilfe von Heinz-Christian Strache, der hier anbietet, seine Beziehungen spielen zu lassen, damit diese Russin die Kronenzeitung kauft, um ihm im Wahlkampf zu helfen, ihn zu pushen, wie er sagt, und um Journalisten, die der FPÖ kritisch gegenüberstehen, hinauszuwerfen. Und dafür bietet er ihr an, dass sie Bauaufträge bekommt, sollte er dann an der Macht sein, sollte er über 30% kommen, nämlich jene Aufträge, die heute die Firma Strabag unter Hans-Peter Haselsteiner, dem NEOS, finanziert hat. Es geht auch um Österreichs Wasser. Er verschachert nicht nur, oder er versucht nicht nur die Kronenzeitung an diese Oligarchin zu verschachern, sondern er diskutiert mit ihr auch darüber, ob es möglich ist, das österreichische Wasser zu verkaufen. Er sagt zwar, das ist ein Tabu für die Österreicher und das kann man nicht machen, und die FPÖ hat sich immer dafür eingesetzt, dass das Wasser also den Österreichern bleibt, aber er sagt, man könnte da eine Struktur machen, wo dann Wasser verkauft wird. Er sagt, so wie in Norwegen, wo das Öl verkauft wird, um Staatsschulden abzubauen, und da müsste man sich dann über die Prozente unterhalten, wer wie viele Prozente bekommt. Das Bemerkenswerteste in diesem ganzen Abend ist aber, dass er über die Parteispenden spricht. Er sagt, er spricht über potenzielle Spender, über den Waffenschmied Gaston Glock, über Heidi Horten, die Kunstmäzenin, über René Benko, den Immobilieninvestor, oder auch die Novomatic, und sagt, dass er sie zu seinen potenziellen Spendern zählt, dass er Spender hat, die 500.000 bis 2 Millionen Euro an die Partei zahlen, und zwar nicht direkt, sondern über gemeinnützige Vereine. Und da sagt er offen, dass das sozusagen am Rechnungshof vorbeigeht. Also er legt hier in diesem Gespräch gegenüber einer Frau, die er überhaupt nicht kennt, von der er sich auch nie einen Ausweis hat zeigen lassen, an diesem Abend bei Champagner, Wodka und Sushi eine Parteispendenstruktur offen, die offensichtlich eine Schattenstruktur ist. Die Gespräche sind aufgezeichnet worden. Wir wissen nicht genau von wem. Die Süddeutsche weiß das auch nicht, der Spiegel weiß das auch nicht. Aber hören wir mal hinein. In YouTube sind diese Gespräche zu hören und auch zu sehen. Sobald sie die Kronenzeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Da müssen wir uns zusammenhocken. Da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 3-4 Leute, die müssen wir pushen. 3-4 Leute, die müssen abserviert werden. Und wir holen gleich mal 5 neue rein, die wir aufbauen. Und wir holen gleich mal 5 neue rein, die wir aufbauen. Ja. Und das ist die inhaltliche Brisanz dieser Aussagen. Was ist der Kern der Brisanz dieser Aussagen? Es ist ja offensichtlich kein Geld tatsächlich geflossen. Es ist nichts wirklich passiert nach diesem Gespräch in Ibiza. Mich erinnern diese Videos an die Videos des Ernst Strasser. Hier haben offensichtlich 2 Lockvögel, aus welchen Motiven auch immer, darüber können wir nur spekulieren, das wissen wir nicht. Das können verschiedene Motive sein, hehre Motive, vielleicht auch kriminelle Motive, vielleicht auch Erpressung, das wissen wir nicht. Hier haben Lockvögel 2 Politiker in die Falle laufen lassen, weil sie nämlich sagen, wir wollen euch Geld geben oder wir wollen unser Geld für eure Interessen, für eure privaten parteipolitischen Interessen einsetzen, und
was kriegen wir dafür? Und Strache sagt dann ganz offen dreimal in dieser Stelle, ihr kriegt dafür staatliche Aufträge. Er spricht von Bauwirtschaft, von der vom Autobahnbau und sagt, alles, was jetzt der Haselsteiner hat und was die Strabag hat, das kriegt dann ihr. Und das ist sozusagen eine rote Linie, die überschritten hat. Sie ist wahrscheinlich nicht strafbar, weil er über Amtsgeschäfte spricht, für die er damals nicht zuständig war. Er war zwar Amtsträger als Abgeordneter, aber er war nicht in der Regierung zu diesem Zeitpunkt. Auch Gudenus, der heute Klubobmann ist, war damals zwar Amtsträger, er war Vizebürgermeister von Wien, aber er konnte über diese Aufträge nicht bestimmen. Eine Rolle spielt das Gegenüber von Strache und Gudenus, eine angebliche russische Geschäftsfrau namens Aljona Makarova. Wissen wir, wer diese Person ist? Die Aljona Makarova gibt es gar nicht. Und auch ihren Onkel, den Igor Makarov, gibt es gar nicht. Als solche hat sie sich vorgestellt. Sie hat Johann Gudenus herangetreten und hat gesagt, sie würde ihm gerne ein Jagdgrundstück abkaufen zum fünffachen Preis und hat ihn auf diese Weise gelockt und hat ihn nach Spanien gelockt, um ein Abendessen zu machen. Man sieht in dem Video eine sehr luxuriöse Villa wunderschön eingerichteten Architektenmöbeln und da sitzen sie auf der Terrasse und da trinken sie mal Champagner und sie trinken Wodka und man sieht also diese wunderschöne Frau. Ja, also sie ist wirklich wie ein Lockvogel, muss man sagen, sitzt sie da mit ihrem Pony und ihren hohen Stöckelschuhen und ihrem eleganten Kleid. Und Strache sagt dann auch einmal zu Gudenus, also das ist ja so eine scharfe Frau. Und also man merkt richtig, wie er sich da in die Falle ziehen hat lassen. Und dann sprechen sie zuerst auf einer Terrasse und dann im Garten und dann im Haus. Das ist ja eigentlich der bizarrste Moment, wo man Strache sein politisches Programm oder seine politische Weltsicht offenlegt. Also er sagt, er ist ein Bewunderer von Osteuropa, weil dort ist die Welt noch in Ordnung, während im Westen ist sie dekadent, weil das sind die Homosexuellen. Oder er sagt, er hätte gerne ein Medienwesen wie in Ungarn beim Orban und der Orban, der würde immer das Telefon abheben, wenn er anruft. Er macht sich auch ein bisschen wichtig dort. Er sagt, wenn er alle kennt, einen Diamantenhändler aus Afrika, der sein Geld über die Mine da rausbringt und er kennt also chinesische, russische, israelische Berater. Also er blustert sich auf zu einem ganz wichtigen Politiker, der schon mit 34 Jahren, als er sein Amt antrat als FPÖ-Chef, hätte man ihn schon mit 20 Millionen kaufen wollen, die Systemparteien, damit er nicht also in die Wahlschlacht zieht. Also es ist irgendwie ein groteskes Gespräch, aber es kommt dann irgendwann zum sogenannten Hauptthema, so nennt Gudenus das, nämlich die Kronenzeitung. Und da sagt die Frau, sie hätte gern 200 Millionen investieren und würde gerne den Hälfteanteil der Familie Dichand kaufen und sie sei mit den Dicherns auch schon im Gespräch. Und da spitzt Strache die Ohren und sagt, das ist wirklich gut, weil ich kenne einen Investor, den Heinrich Petschiner. Das ist jener Investor, der in Ungarn sehr viele deutsche Medien für Viktor Orban zusammengekauft hat, damit dort die privaten Medien mehr oder weniger verstaatlicht werden. Und er sagt, den kenne ich und der hat Kontakte zur deutschen Funke-Gruppe und da stelle ich die Verbindungen her und dann sind sie Alleineigentümerin der Kronenzeitung und wenn sie das vor der Wahl noch schaffen, wenn wir das schnell über die Bühne bringen und sie pushen uns und sie schreiben dann gut über uns, dann kriegen wir 34% bei der Wahl und wenn ich das erreicht habe, dann kriegen sie alle Aufträge, die jetzt die Strabag hat. Also es ist ein bizarres Gespräch, aber es ist, wenn man zuhört, nicht so, dass er dort herumblödelt, ja, sondern es ist ihm durchaus ernst, was er sagt. Und er sagt das mehrmals. Den ganzen Abend ist das sein Hauptthema, wie kriegt er die Krone sozusagen auf seine Seite. Wissen wir, wer das alles inszeniert hat? Nein, das wissen wir nicht. Der Lockvogel, die Videokameras eingebaut hat, die Villa gemietet hat. Nein, das wissen wir nicht. Das Wenige, was wir wissen und das Wenige, was die Süddeutsche Zeitung möglicherweise weiß, unterliegt dem Redaktionsgeheimnis. Das, was wir aber sagen können, ist, wir haben für dieses Video nicht bezahlt und wir haben auch keine Auflagen, außer dass möglicherweise Informanten geschützt werden, dass man niemanden erkennen kann, der sozusagen Rückschlüsse geben könnte,
wer das ist. Ja? Aber es gibt keinerlei Auflagen. Wir könnten alles verwenden, was in dem Video ist. Es gibt einzelne Passagen, für die wir uns entschlossen haben, dass wir sie nicht bringen, weil sie den höchstpersönlichen Lebensbereich von politischen Mitbewerbern betreffen oder weil sie Bereiche betreffen, die nicht von öffentlichem Interesse sind, Privatleben. Wir haben uns dafür entschieden, jene Bereiche zu bringen, die öffentlichen Interessen betreffen. Und daher ist es uns auch allen egal gewesen, wie das Video zustande kam. Wichtig ist das, was Strache hier ausspricht und in welchem Kontext er es ausspricht. Hören wir noch einmal herein in die Aufzeichnungen von Strache bei diesem Treffen 2017 in der Villa, die so verwanzt wurde mit Videokameras, mit Mikrofonen, was er da sagt. Nehmer Strabag, Autobahnen. Du, das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dir zusagen kann, ist, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. So, dann haben wir ein Riesenvolumen an infrastrukturellen Veränderungen. Florian Klenk, warum sind wir sicher, dass das Ganze keine Fälschung ist? Ja, einerseits, weil einmal Heinz-Christian Strache und auch Johann Gudenus sagen, dass es diesen Abend gab. Sie nennen ihn einen feuchtfröhlichen Abend. Sie sagen, das ist für getrunken worden, das war ein privater Abend. Und das ist vielleicht auch wichtig, Strache hat auch immer wieder an diesem Abend betont, dass er also nichts Rechtswidriges machen will. Und das ist etwas sehr Schizophrenes an dem Abend, weil er betont immer wieder, alles muss legal sein, ich lasse mich nicht bestechen, ich bin auch nicht gierig wie die anderen, ich bin der Strache, das ist mein sozusagen mein Charakteristikum, um dann im gleichen Atemzug zu sagen, dass man einen gemeinnützigen Verein spenden soll am Rechnungshof vorbei und im gleichen Atemzug zu sagen, dass man Bauaufträge der Strabag kriegen wird, um im gleichen Atemzug zu sagen, dass er Journalisten der Kronenzeitung, die mir ja wirklich nicht feindlich gesinnt ist, einige vier, fünf Personen möchte er gern weg haben, zu nennen. Also er verrät eigentlich an dem Abend österreichische Interessen. Er diskutiert darüber, dass das große Blatt der Österreicher, das Massenblatt, das also 2 Millionen Österreicher lesen, einer russischen Oligarchin gehören soll. Und er sagt ja auch noch ausdrücklich, wenn Sie dieses Blatt haben, wenn Sie diese Zeitung haben, dann haben Sie die unbeschränkte Machtfülle in diesem Land. Dann würde Ihnen sogar ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, dann können Sie in Wien jedes Grundstück umgewidmet haben. Dann kann Sie niemand mehr stoppen. Also das muss man sich vorstellen. Ein Politiker, der sich als Saubermann inszeniert, der sagt, ich vertrete nur die Interessen der Österreicher, setzt sich bei Wodka, Sushi und Red Bull, er nennt sich einmal I'm the Red Bull Brother of Austria, weil er immer Red Bull in den Wodka schüttet, setzt sich hin und versucht einer Oligarchin aus Russland, die er gar nicht kennt, deren Pass er nicht einmal überprüft hat, versucht ihr einzureden, dass er sich die Krone kauft. Wie reagiert die FPÖ? Die ist ja konfrontiert worden von der Süddeutschen Zeitung und vom Spiegel mit diesen Aussagen. Die FPÖ stellt das als einen feuchtfröhlichen Abend hin, sagt, es ist hier nichts Verbotenes gemacht worden. Sie haben weder Geld bekommen, noch haben sie irgendetwas versprochen. Sie haben auch nachher keinen Kontakt mehr gehabt. Ob das stimmt, werden wir weiter recherchieren. Es gibt weitere Recherchen. Wir haben auch im Falter viele Hintergründe zu diesem Video aufbereitet. Es gibt einen Schwerpunkt, der online gestellt ist, jetzt schon. Unter falter.at findet man das ganze Dossier, das wir dazu gemacht haben. Hören wir noch einmal herein in die Aufzeichnungen von Strache bei diesem Treffen 2017. Der Verein ist gemeinnützig. Der hat nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit 3 Rechtsanwälten. Der hat ein Statut, Österreich wirtschaftlicher Gestalten. Das war eine Sonderausgabe des Podcasts Falter Radio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora. Unabhängiger Journalismus ist in autoritären Zeiten wichtiger denn je. Der Falter steht für ein weltoffenes Österreich in einem vielfältigen, starken Europa. Wenn Sie Medienvielfalt unterstützen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Abo können Sie jetzt gleich im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Auch das Abonnement des Podcasts ist gratis. Ein Podcast-Abo können Sie auf iTunes oder jeder anderen Plattform, auf der Sie uns hören, bestellen. Auch gegen Likes in den sozialen Medien haben wir gar nichts, denn gute Bewertungen helfen, den berühmten Algorithmen im Internet das Falterradio bekannt zu machen.
Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet, die Technik betreut Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.